Moin moin liebe Supersuchtis, heute zeigen wir mal ein paar Screenshots aus der Battlefield 4 Alpha. Frische Screenshots aus der sehr frühen Alpha vom Battlefield 4 Multiplayer sind jetzt an die Öffentlichkeit gelangt. Wir haben sie natürlich für euch heruntergeladen und wollen sie euch jetzt natürlich zeigen. Hier sehen wir mal ein paar Shots vom neuen Menü. Ob das jetzt die Xbox-Version ist oder nicht, das weiß ich jetzt nicht so genau, weil ja eigentlich das Menü bei Battlefield im Battlelog stattfindet, jedenfalls auf dem PC. Das werden wir dann noch sehen. Wie gesagt, das ist die ganz, ganz frühe Alpha, aber so wie es aussieht unten, ich sehe auch die Buttons jetzt gerade. Es ist die Xbox-Version, das erklärt natürlich einiges. Viel anders sieht es nicht aus, es ist ein bisschen anders sortiert, ein bisschen frischer. Das Menü erinnert ein bisschen an das Xbox-Menü selbst. Und gleich gehen wir auch mal in ein paar hübsche Umgebungsshots. Hier sieht man anscheinend eine Map, Stadtmap. Sieht ein bisschen aus wie Dubai. Da hinten auch ein bisschen Explosion. Wie gesagt, das ist alles teilweise noch ohne Texturen und so weiter. Eine riesige Map hier. Obwohl der Rest da hinten kann natürlich auch alles außerhalb sein. Das weiß man so genau nicht. Details sind ja noch nicht wirklich draußen. Aber es sieht wirklich nach einer Urban-Stadt-Map aus. Ein bisschen wie Dubai oder diese eine Stadt da in Inception. Daran erinnert mich das gerade. Vielleicht auch, weil es alles so ein bisschen unfertig ist. Wer weiß. Hier auf jeden Fall eine Map mit hübscher Aussicht. Das ist dann wahrscheinlich wieder wie in diesem einen DLC von Battlefield 3, wo man so ein bisschen oben so eine Apartment-Map hatte. Hier haben wir auch schon mal die erste Waffe und natürlich die Panzeransicht. Es sieht alles sehr, ja, sehr gleich aus zu Battlefield 3. Links halt die Map, die nicht wirklich viel anders aussieht. Rechts die Munitionsanzeigen. Aber wie gesagt, das ist die frühe Alpha-Phase. Auch bei Battlefield 3 war es ja so, dass selbst während der Beta die Symbole noch ganz anders waren als das, was dann letztendlich im Spiel veröffentlicht wurde, als es in den Handel kam und so weiter. Hier ganz klar ein bisschen C4-Action, also nichts Neues bis jetzt. Sieht alles relativ wie Battlefield 3 aus. Außer jetzt hier nun die Map, die natürlich noch um einiges unfertig ist. Messern geht auch wie immer. Also das hat man ja auch gesehen schon in den Trailern, auch in dem langen Trailer. Viel ändert sich nicht wirklich. Und deswegen frage ich euch, wenn ihr das jetzt so seht, seid ihr jetzt enttäuscht oder seht es einfach aus, dass es die frühe Alpha-Phase ist? Oder ist euch vielleicht ein Detail aufgefallen, was mir jetzt so schnell nicht aufgefallen ist? Dann packt es bitte in die Kommentare. Wie gesagt, lasst uns doch gemeinsam mal analysieren, weil ihr habt ja auch Augen. Und wenn mehrere Leute raufgucken, dann finden wir vielleicht auch mehrere Informationen. Ich sammle das dann, wenn ihr was gefunden habt. Und dann packen wir das vielleicht sogar in ein neues Video oder auf unsere Facebook-Seite. Oh, ein bisschen Glas geht auch kaputt. Das waren die Alpha-Screenshots. Wenn es mehr Informationen gibt, dann machen wir einen Feedflash.